Herzlich willkommen zu einem Mitarbeiterseminar der DWS Steuerberater Online GmbH. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Seminar Pauschalierung der Steuer nach § 37b Einkommensteuergesetz und hier zum Teil 1. Bevor wir beginnen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniela Kabe-Gessler und ich bin im Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin tätig. Dort betreue ich den Bereich Lohnsteuer im Bereich Finanzen und Steuern. Der DIHK betreut im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren die Stellungnahmen, die zum Gesetzgebungsverfahren abgegeben werden können und im Rahmen von Erstellung von BMF-Schreiben auch die Stellungnahmen an die Finanzverwaltung. Das heutige Seminar zum Teil 1 beschäftigt sich zunächst mit den Grundsätzen der Pauschalierung der Steuer nach § 37b Einkommensteuergesetz und gibt dann einen Überblick über die steuerpflichtigen Zuwendungen in diesem Rahmen. Im zweiten Teil kommen wir zur Bewertung der Zuordnung und zum Wahlrecht bei der Pauschalierung und zu den Aufzeichnungspflichten. Mit dem BMF-Schreiben vom 19. Mai 2015 hat die Finanzverwaltung erneut ausgiebig Stellung genommen zur Pauschalierung nach § 37b Einkommensteuergesetz. Im § 37b ist eine pauschale Abgeltungssteuer geregelt, die für betrieblich veranlasste Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer im § 37b Absatz 2, soweit sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, geregelt ist. Zudem zählen zu der Pauschalierung auch Zuwendungen und Geschenke an Dritte, soweit diese zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistungen erbracht werden. Diese Regelung findet sich im § 37b Absatz 1. Ein Beispiel, um klarzumachen, dass es sich bei der Pauschalierung nach 37b nur um Sachzuwendung handelt. Der Arbeitgeber überreicht seinem Arbeitnehmer zum Geburtstag ein Geldgeschenk in Höhe von 100 Euro. Bei dem Geldgeschenk handelt es sich nicht um eine Sachzuwendung, sondern vielmehr liegt hier Barlohn vor. Barlohn ist aber von der Besteuerung, von der Pauschalierung nach § 37b Einkommensteuergesetz ausgenommen. Das heißt, dieser muss individuell mit der Lohnsteuer versteuert werden. Eine Pauschalierung ist somit nicht möglich. In der Abwandlung erhält der Arbeitnehmer anstatt des Geldgeschenkes einen Gutschein im Wert von 100 Euro von einem Elektronikmarkt. Bei einem Gutschein handelt es sich um eine Sachzuwendung. Dies ist auch in der Lohnsteuerrichtlinie mittlerweile von der Finanzverwaltung so anerkannt. Die Richtlinie 8.1 im Absatz 2 erklärt, dass auch Warengutscheine oder Tankgutscheine als Sachzuwendung zu behandeln sind. Sachzuwenden können pauschal nach § 37b Einkommensteuergesetz mit 30% versteuert werden. Das sieht die Norm so vor und wird auch in dem angesprochenen BMF-Schreiben ausgiebig erläutert. Eine steuerfreie Aufmerksamkeit liegt in dem Gutschein hier noch nicht vor, denn diese ist nach Richtlinie 19.6 Lohnsteuerrichtlinie nur steuerfrei, wenn die Freigrenze von 60 Euro eingehalten wurde. Da dies in dem Beispielsfall hier nicht der Fall ist, da der Gutschein 100 Euro beträgt, ist eine Steuerfreiheit hier nicht möglich. In der Schlussfolgerung kann der Arbeitgeber diesen Gutschein an den Arbeitnehmer nach § 37b mit 30% versteuern, anstatt von der individuellen Lohnsteuer Gebrauch zu machen. Die Besteuerung, wie ich eben schon erwähnt habe,